Ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und die Schonung von Ressourcen standen bei der europaweiten Woche der Abfallvermeidung im Mittelpunkt. Delmenhorst war auch in diesem Jahr eine von ganz vielen Städten, die sich mit vielen Aktionen an dieser Umweltkampagne beteiligt haben. Marc Sender berichtet. Das Delmenhorster Familienzentrum Villa stand am Aktionstag der Europäischen Woche der Abfallvermeidung im Mittelpunkt des Geschehens. Viele Initiativen und Institutionen nutzten die Gelegenheit und stellten eine Fülle von Umweltprojekten vor. Zur Vorweihnachtszeit passend hieß das diesjährige Thema Verpackungsmüll vermeiden. Die Ideen, die hier präsentiert wurden, sind nicht nur umweltschonend, sondern offenbaren auch ganz viel Kreativität. Also es geht darum, dass wir die Quilling-Technik hier ausprobieren. Das sind so schmale Papierstreifen, die aufgerollt werden zu einer Spirale. Und da kann man daraus verschiedene Figuren zusammensetzen, zum Beispiel ein Herz oder ein Stern. Und es geht darum, dass man halt jetzt kein neues Papier dafür verwendet, sondern halt Altpapier. Das ist geschreddert worden mit einem Aktenvernichter. Und das ist das Prinzip, dass man halt eben Altpapier sozusagen wieder verwertet. Wir haben uns überlegt, dass wir mal aus alten Materialien oder auch aus Naturmaterialien Geschenkeverpackungen vorstellen, was man so machen kann. Und haben als Frage uns ausgedacht, wo kann man eine kleine Verpackung herstellen und was hat jeder garantiert zu Hause. Und das basteln wir hier auch am Tisch. Man nimmt einfach eine Toilettenpapierrolle und kann die ganz originell zu irgendwas gestalten. Wir nähen Geschenkverpackungen aus alten Hosen, Tischdecken, Stoffresten oder Nikolausstiefel. Ja, das machen wir hier. Ist es schwer, mit einer Nähmaschine so umzugehen, das zu machen? Nein, eigentlich nicht, wenn man keine Angst hat. Die Jungs haben meistens keine Angst, die Mädchen haben ein bisschen Angst, es ist kein Mädchen hier, wie man sieht. Also wir sind Teil der Jugendhausaktion. Wir haben das Thema Papier, machen alles aus Papier. Wir wollen damit zeigen, dass man Zeitungen, Zeitschriften und alles andere mögliche aus Papier nicht sofort wegschmeißen muss, sondern dass man damit noch ganz tolle Sachen zaubern kann. Wir haben hier ganz viele Milchtüten und daraus machen wir zum Beispiel Portemonnaies. Genau. Kleine Portemonnaies oder Taschenvasen oder Stifteboxen. Womit wir dann halt eben auch wieder zeigen, dass man aus scheinbar unbrauchbaren Dingen, die man sonst in den Müll schmeißt, schöne Dinge machen kann. Das Umweltzentrum Holln bietet das öfter Aktionen für Kinder an? Also das ist ein außerschulischer Lernstandort und wir haben insgesamt sehr viele Kurse zu verschiedenen, vor allem Umweltthemen. Und dort können die Kinder in ihrer Grundschulklasse überwiegend herkommen, vormittags oder manchmal auch nachmittags, und dort dann verschiedene Themen bearbeiten. Neben den Möglichkeiten, Verpackungen neu zu gestalten oder wieder zu verwerten, wurden aber auch andere Angebote vorgestellt. Zunächst, wir haben zwei Maßnahmen, die vom BNW durchgeführt werden im Auftrag des Jobcenter Delmenhorst. Wir haben zwei Stände, das ist einmal der PC-Laden und die Technikstation. Das heißt, beim PC-Laden werden Computer aufbereitet. Die Kunden, die können die Sachen bei uns spenden, das heißt, können auch private Leute, aber auch geschäftliche, also auch Betriebe, Unternehmen die Sachen spenden und die werden dann aufbereitet und gehen an Bedürftige wieder raus. Man kann Dinge, die man im Haushalt hat, kaputt sind, einfach mal zu uns bringen und wir sind bemüht, das wieder instand zu setzen. Geht los bei Elektroartikeln, sei es jetzt eine elektrische Zahnbürste, ein Toaster, ein Rasierapparat, ein Föhn. Die meisten Leute wundern sich erstmal, mit was für Mitteln wir arbeiten. Wir haben also so Kleinigkeiten an Werkzeugen, Koffer dabei. Das ist fast alles so drin, womit man auch die Schrauben, die in der heutigen Zeit verwendet werden, wo es ja eigentlich darum geht, dass es nicht mehr repariert werden soll, weil wir ja eine Wegwerfgesellschaft geworden sind, versuchen wir trotzdem aufzukriegen. Manchmal dauert es also länger, das Gerät aufzukriegen,
als wie es zu reparieren. Wir zeigen die Verschmutzung, die in den Städten an den Flüssen schon anfängt und bis ins Meer reingetragen wird, ins Grundwasser und so weiter. Und wir haben heute schon so starke Belastungen im Grundwasser durch Gülle, durch Arzneimittelrückstände und durch die Mikroperlen, die nicht abbaubar sind und die also in den Kreislauf reingehen. Die Fische, die Tiere nehmen das alles auf und wir kriegen letztendlich als Letzter in der Nahrungskette das dann in unseren Körper und keiner weiß, wie wir das vertragen. Das hat noch niemand untersucht. Eingerahmt wurde die Müllvermeidungsmesse von einem schnell auf die Beine gebrachten Theaterprojekt zum Thema Verpackungsmüll. Theaterpädagoge Johannes Mitternacht. Naja, durch den Aktionstag war das Thema eben vorgegeben und wir hatten halt den Auftrag, dass wir Szenen auf dem Markt spielen sollten und haben die auch für den Markt entwickelt und dann versucht, die jetzt hier auf die Villa-Bühne zu übersetzen sozusagen. Wir haben erst eine große Themen- und Ideensammlung gemacht und haben dann geguckt, was kann man szenisch umsetzen und haben uns dann gefragt, wie kann man das machen und haben angefangen zu probieren und haben Figuren entwickelt und die dann aufeinandertreffen lassen und so sind die Szenen grundsätzlich entstanden. Die Theatersketche kamen auch bei den Kindern gut an. Einer wichtigen Zielgruppe, die an diesem Aktionstag nicht zu kurz kam. Altpapier war auch das Material einer etwas anderen Modenschau, die Kinder für diesen Nachmittag vorbereitet hatten. Viele Informationen rund ums Thema Müllvermeidung, reichlich Mitmachaktionen für Kinder und eine Menge interessanter Initiativen, die sich präsentieren konnten und denen man sich auch anschließen kann. Ein Tag so gar nicht zum Wegwerfen. Einmal im Jahr gibt es die Europäische Woche zur Abfallvermeidung. Die Stadt Delmenhorst engagiert sich regelmäßig bei den Aktionstagen. Federführend ist dabei Monika Grenzdörfer vom Fachdienst Umwelt. Max Sender hat mit ihr über die Ziele der Veranstaltung gesprochen. Die Europäische Woche der Abfallvermeidung, was steckt genau dahinter? Die Europäische Woche der Abfallvermeidung ist mittlerweile die erfolgreichste Kommunikationskampagne Europas zum Thema Abfallvermeidung. Sie wird koordiniert in Berlin für Deutschland vom Verband Kommunaler Unternehmen, VKU. Dort laufen alle Linien zusammen. Wie viele Städte sind in Deutschland beteiligt? Es gibt in Deutschland 30 Länder, die beteiligt sind. Und es gibt über 500 Einzelaktionen in Deutschland. Europaweit sind es über 12.000. Wie viele Städte, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Delmenhorst ist auf jeden Fall eine der Städte. Was findet hier statt heute? Für uns das diesjährige Motto der EWAF, so heißt sie bei uns, ist Verpackungen vermeiden. Und dazu gibt es natürlich guten Anlass, gerade um diese Jahreszeit. Es weihnachtet und das heißt Geschenkverpackung. Deutschland ist Europameister im Verpackungsmengenverbrauch. Und ist gleichzeitig ein ganz wichtiger Rohstoffverbraucher. Nicht Lieferant, sondern Rohstoffverbraucher. Diese beiden Dinge zusammen sollten uns dazu veranlassen, auf weniger Verpackungen zurückzugreifen. Derzeit verbrauchen wir 213 Kilogramm pro Person und Jahr. Das ist eine ganze Menge. Also ist Europameister Deutschland. Und wir versuchen, einmal soll es natürlich darum gehen, weniger Abfall zu erzeugen, Abfallvermeidung. Zum anderen geht es natürlich darum, Wertstoffe, Materialien weiterzuverwenden, die nicht Müll sein müssen, sondern weil sie haben noch Wert und können weiterverwendet werden. Und darum geht es hier heute. Alternativen aufzuzeigen, wenn der Verpackungsabfall denn da ist, was kann ich denn davon noch machen, um die Rohstoffeffizienz zu steigern. Das ist natürlich in unserem Sinne und für uns ganz wichtig. Jetzt findet die Europäische Woche der Abfallvermeidung ja schon seit 2009 statt. Wie ist es denn mit der Resonanz? Wird die Resonanz größer oder ist da irgendwie eine Stagnation? Aus Berlin habe ich erfahren, das habe ich ja eingangs auch gesagt, eine der erfolgreichsten Kampagnen. Und das hat sich im Laufe der Jahre immer mehr gesteigert. Es sind immer mehr Teilnehmer, immer mehr Einzelaktionen, die stattfinden. Es gibt immer mehr Preise. Es wird mittlerweile ein Award ausgerufen, europaweit, der immer im nächsten Jahr, dann im Mai, vergeben wird.
Man kann nur sagen, es wird immer mehr. Jetzt liegt ja der Verpackungsmüll oft gar nicht bei den Leuten, die heute hier sind und Geschenke verpacken wollen, sondern es gibt auch ganz viel Verpackungsmüll von der Industrie. Wie reagiert die auf diese Woche? Das kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, Zielgruppe dieser Kampagne ist in erster Linie der private Verbraucher. Dass es auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene andere Lösungen geben muss, ist klar. Anders werden wir den über 13.000 Coffee-to-go-Becher, die in der Gegend rumliegen, nicht Herr. Dafür muss es andere Lösungen geben. Der Ansatz hier ist, jeden Einzelnen zu sensibilisieren für das Thema. Mehr können wir hier nicht leisten. Wie sieht es denn aus? Gibt es mehr Verpackungsmüll immer? Also gibt es immer wieder mehr Verpackungsmüll oder geht die Zahl auch wieder zurück? Der Abfall, Gesamtabfall ist eigentlich steigend, wobei es die Abfallmenge zur Verwertung immer ansteigt und die Abfallmenge zur Beseitigung immer weniger wird. Das heißt, es wird immer mehr getrennt, gesammelt, aber der Abfall wird nicht weniger. Das heißt, er steigt eher. Es gibt in diesem Jahr, im September, wurde erstmalig ein Ressourcenbericht vom Umweltbundesamt veröffentlicht, der ganz beeindruckende Zahlen darstellen soll. Ich selbst habe nur reingeschaut. Ich werde ihn mir aber mal noch mal zu Gemüge führen, weil es sehr erschreckend wohl auch ist, wie viele Mengen an Ressourcen wir verbrauchen, die wir so einfach nicht ersetzen können. Es gibt auch den Welterschöpfungstag bzw. Overshoot Day. Der war an diesem Jahr am 8. August, der war 1987 mal am 19. Dezember und der ist jedes Jahr früher. Das ist der Tag, an dem alle Rohstoffe, wo wir unser Rohstoffkontingent für das Jahr verbraucht haben, sollte uns auch zu denken geben. Hopped in a rover, then she came closer, fascinated by the things that I told her.